Schön, dass du auf diesen Link geklickt hast. Hier spricht sie. Du kennst sie nicht. Es wird Zeit, dass du sie kennenlernst. Sie sieht dich. Bist du ein guter Mensch? Bist du ein guter Mensch? Du surfst viel im Internet. Sie sieht, welche Seiten du besuchst. Bist du ein guter Mensch? Sie sieht, was du im Internet so machst. Sie wird dir sagen, dass vieles im Internet möglich ist. Während du dieses Video schaust, schaut sie in deinen Computer hinein. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Sie wird nichts Schlimmes anstellen. Schön, dich kennenzulernen. Was für ein Mensch bist du? Was denkst du, wer sie ist? Wer bist du? Bist du ein guter Mensch? Vielleicht warst du einer der armen Seelen, die an Halloween unbefriedigt im Kino stehen gelassen wurden. Oder du hattest zumindest mit dem Gedanken gespielt, dorthin zu gehen. Na, was denkst du? War es das wert, dafür ins Kino zu gehen? Bist du mit der Hoffnung rausgelaufen, dass es eine mögliche Ersatzvorstellung gibt? Sie sagt dir nun, es wird keine Ersatzvorstellung geben. Doomster wird nicht im Kino gezeigt. Doomster wird nicht im Kino gezeigt. Auch nicht an einem anderen Datum, wie Philipp Smart euch vielleicht gesagt hat. Sie wird keine Gründe dafür erläutern. Sie hat Philipp Smart unter Kontrolle. Sie weiß, ihm wird das nicht gelingen, euch diesen Film zu zeigen. Bist du ein guter Mensch?